Hallo ihr Lieben, schönen Feiertag. Vielleicht hast du auch gleich ein schönes, langes, gemütliches Wochenende. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und wie gesagt, gibt es von mir auch heute ein Video zum Schmökern für dich. Und letzte Woche am Dienstag habe ich dir schon diesen Pullover gezeigt, aber in ganz kurz, also wirklich so für High-Waist-Hosen. Und dann gibt es den auch einmal in lang. Da warst du auch so von Größe 38, 40, wenn du ihn halt einfach super als Oversize-Pulli tragen möchtest, bis Größe 44. Ich messe dir wieder alles ab, die Oberweite, die Hüfte und die Länge. Also es ist wirklich fast wie ein kurzes Kleid fast. Und ich habe jetzt die Lederhose dazu kombiniert. Genial wäre auch die Lederlegging. In Schwarz habe ich noch ein paar und in Blau. Grün ist aber ausverkauft. Kommt aber in den nächsten Tagen oder Stunden quasi. Also wird wirklich bald wieder aufgestockt, vielleicht schon morgen. Mal schauen. Diese Lederhose, die hat ja Taschen, das ist richtig eine Lederhose, keine Lederlegging. Die gibt es ja in großen Größen im Onlineshop. Die ist auch groß geschnitten, weil da trage ich jetzt 30 und normal habe ich 31, 32. Aber ich schreibe es dir so an, damit du weißt, also das ist jetzt 38, 40. Und ja, wie gesagt, es ist schön elastisch und geht bis Größe 48, also mega endlich in großen Größen. Und ja, den Pulli gibt es auch noch in Beige, einmal in Schwarz und einmal in Beige, diesen wunderschönen Longpulli. Beige ist auch wieder eine edle, schöne Farbe, deshalb total kuschelig und weich und kostet 59 Euro und die Lederhose, glaube ich, 45 Euro, ist aber eben Onlineshop. Der ist auch so schön, so ein Traum. Auch wieder kuschelig und warm, also schon ein bisschen ein dickerer Strickpulli und mit diesen pinken Herzen dazu. Wirklich ein schöner Hingucker. Ist wieder knöchellang die Ärmel und passt bis Größe 46. Ich messe dir auch wieder alles ab oder so ab Größe 38, 40 als lässiger Oversize-Pulli, du siehst, der fällt einfach gut. Hinten ist er auch wieder ein bisschen länger als vorne und gibt es noch in Camel. Camel ist immer so eine Pflichtfarbe und sehr begehrt. Immer ist weiß im Winter. Und der kostet 54 Euro. Dann habe ich hier wieder einen süßen Pulli mit Katzenprint drauf, auch richtig herzig, mit Lila, mit Grau gehalten, passt auch von Größe 38 bis 44. Maße hast du wieder im Onlineshop. Hier hat er ein Bündchen, die Ärmel sind auch schön lange und da unten hat er auch einen Bund. Gibt es noch in zwei weiteren, kostet 38 Euro, ist wieder so eine Viskose-Mischung und da hast du das mit Blau und hier auch so mit Grün, ein bisschen mit Grau und Blau gemischt. Und jetzt habe ich noch einen bunten. Und wenn du jetzt kein Katzenliebhaber bist, aber trotzdem ein bisschen was Buntes möchtest, habe ich dieses Modell für dich. Da sind auch ein paar schöne Farben drinnen. Oder in dieser Ausführung. Und kostet auch 38 Euro, ist das gleiche Material, der gleiche Schnitt, passt von Größe 38 bis 42. Und du siehst, die Lederhose lasse ich jetzt einfach an, die passt einfach überall dazu. Gerade zu Bullis ist das ein Traum. Dann habe ich diesen Bulli wieder aufgestockt. Der ist sehr beliebt, der ist auch ratzfatz weg gewesen. Einfach lässig, ein bisschen so dieser Marine-Look, ein bisschen die Streifen. Dann hier aus Stoff ist eben das Herz im Camel dabei und eben finde ich dann camelfärbige Schuhe dazu. Dann stimmt das einfach so toll ab und vielleicht eine camelfärbige Handtasche wäre überhaupt mega. Der Pulli kostet 35 Euro, ist wie so ein Sweaterstoff. Unten hast du noch ein schwarzes Bündchen und passt auch von Größe 40 bis Größe 46, 48. Kannst den tragen. Also wie gesagt, der war ratzfatz weg und deswegen habe ich den nochmal nachbekommen, weil es den nochmal gab. Da habe ich eine richtig schöne, edle Strickkombi.
Zu diesem langen, besonderen Strickmantel hast du gleich diesen passenden Schal dazu. Auch schöne Struktur, schön gemustert. Da der Mantel auch, du siehst das da. Und schön lang, also geht bis zur Wade darunter. Also ich finde die Strecken immer schön, die machen eine gute Figur und sind einfach was Besonderes. Wenn kurze Westen siehst, sieht man eh immer wieder, aber so einen langen Strickmantel, finde ich, ist einfach. Und so kann ich schon außer Haus gehen. Mir ist eh eher, ich bin eher eine hitzige, Schal brauche ich, ich bin ein bisschen empfindlich beim Hals. Und dann einfach so ein Strickmantel, ich setze mich ins Auto und bin fertig. Ja. Der Zweiteiler kostet 63 Euro, also der Strickmantel mit dem Schal dazu, gibt es in Schwarz und in Grün und eben in Beige und passt so von Größe 38 bis 44, 46. Die Arme sind auch schön locker, er ist eh nur offen zu tragen, also bis 46, 44, 46. Wird es sicher leicht gehen. Da habe ich einen richtig tollen Happy Size Bulli wieder. Die Ärmel sind so knöchellang, also man kann es schon so ein Mittelding, finde ich. Hat da eben Bündchen. Hier hat er eine Naht runter, quasi eine Fake Naht. Grundsätzlich ist er nahtlos. Hier hat er rechts und links einen Schlitz. Da hat er auch unten so ein Bündchen und ist wieder so eine Viskose-Mischung, eine ganz weiche, angenehme Struktur, also angenehmes Material, herrlich zu tragen und eben auch wieder in Happy Size. Die Ärmel hast du wieder schön schmal und ab dem Ellbogen geht dann schon der Bulli gerade geschnitten runter und kostet 55 Euro und passt so bis Größe 48. Die Maße messe ich da wieder ab, also das ist wirklich schön gerade geschnitten und fällt einfach wunderschön. Er ist wirklich länger, er geht so bis zum Oberschenkel runter und ist vorn und hinten gleich lang. Und habe ich wieder wunderschöne Farben genommen. Also das Royalblau ist ja eine tolle, starke, schöne Farbe. Dann habe ich... Ich kann mich dann irgendwie nicht entscheiden. Ich habe Weiß, ich habe Beige. Da ist jetzt dieses tolle Apfelgrün. In Khaki, Orange, auch so meine Lieblingsfarbe geworden. Auch so eine, das ist so ein schönes Orange, das muss ich immer sagen. Es gibt ein schönes Orange und es gibt so nicht ein schönes Orange. Und das ist ein schönes Orange. Dann gibt es Magenta, Dunkelblau, ganz klassisch und schön. Und Schwarz ist einfach immer ein Must-Have. Und jetzt, ich habe das schon mal erwähnt, dass wir wirklich schöne Herrenmode haben. Und mein Mann war jetzt so nett und ist in alles reingeschlupft und wir haben ganz tolle Fotos gemacht. Ich werde es dir jetzt einfach zeigen. Und danach blende ich dir die Fotos ein beim Video, dass das dann auch angezogen siehst, weil es ist ein Unterschied, wenn man es nur am Haken sieht oder ob man es dann so richtig sieht. Also ich fange mal an mit so Basic Shirt. Ja, du siehst, es ist so ein bisschen meliert oder ein bisschen strukturiert, die Einfärbung. Gibt es in einen schönen Jeansblau und in einen Anthrazit, in einen Dunkelgrau. Das ist auch größengetreu, also da hat ihm die Größe Large gepasst. Grundsätzlich ist er 1,83 und hat zwischen 90 und 95 Kilo. Und das kostet nur 25 Euro und jetzt blende ich dir ein, wie das angezogen ausschaut. Und die Maße stehen auch im Onlineshop. Also du hast den Brust, den Bauch und vor allem die Länge, wie lang das ist. Ja? Dieses Polo, das hat auch ein schönes Muster, das ist eher für größere Größen, das geht dann so bis 2xl, richtige 2xl. Bei manchen Teilen, da steht wirklich 5x6xl, das ist sowas zum Beispiel, aber ich schreibe die europäischen Größen rein, weil ich finde, das bringt nichts, wenn ich schreibe 6xl und dann musst
eh drei Nummern abziehen, dass du weißt, dass deine Größe ist. Und ganz wichtig, ich messe immer alles ab für dich. Ja? Das ist auch aus Baumwolle, ganz ein schönes, sportliches Polo. Dann hier auch so ein sportlich elegantes, es ist ja so komisch, wenn ich mir das anhalte, so ein sportlich elegantes Langarm-Shirt, auch wieder aus Baumwolle. Und das ist auch wieder für große Größen. Dann hier wieder ein sehr schönes, edles Langarm-Polo. Und hier ist das Besondere, das ist keine 0815 Baumwolle, sondern eine doppelt gewebte. Das heißt, es ist wirklich ein bisschen wärmer als jetzt eine dünne 0815 Baumwolle. Es ist einfach noch einmal veredelt und noch einmal besser verarbeitet. Zeige ich dir die Fotos dazu. Gibt es in Beige und in Khaki. Also das ist das mit das doppelt gewebte, das wirklich ein bisschen wärmer ist als die normale Baumwolle. Hier ist das Zeichen so. Grundsätzlich ist es eine österreichische Firma, die es schon seit 40 oder 50 Jahren in Österreich gibt, die mit italienischen Stoffen arbeiten. Das ist ein bisschen hochpreisiger, genau den Preis habe ich da nicht dazu gesagt. Das kostet 69 Euro und das Beige kostet auch 69. Dann habe ich hier dieses melierte, das blaue Poloshirt, und da ist das Besondere, dass das mercerisierte Baumwolle heißt. Das heißt, es hat dann noch so einen leichten Schimmer. Es ist noch einmal veredelt, das Material, und nennt man eben mercerisiert. Und das kostet 75. Und das letzte Teil ist diese besondere Weste. Die ist wirklich schön dick, die Weste. Also kannst du dann schon als Übergangsjacke eigentlich tragen. Und da ist das Besondere, dass das vorgewaschene Baumwolle ist. Also da passiert überhaupt nichts mehr, dass die eingeht oder so. Und die ist auch richtig einfach sportlich elegant. Da dieses Steppmuster ein bisschen, ich hoffe, du siehst das gut. Und unten das Gestrickte. Da hat sie auch Taschen, du hast den Stehkragen, wenn du es ganz hoch zuziehst, also auch eine wirklich besondere Weste oder fast eigentlich schon Übergangsjacke. Hier hinten hast du auch wieder diesen Steppteil und da dieses edle Strickmuster und die kostet 119 Euro. So, das war's wieder, meine Liebe. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag oder ein schönes, langes Wochenende. Und wir sehen uns wieder am Samstag. Dickes Bussi, Baba!